Reiter, können wir anfangen mit nächster Runde. Willst du die ganze Zeit gegen den gleichen oder verschiedenen? Nö, das sind immer andere. Okay. Oh, machst du sie mal hin, oder? Alter, hetz mich nicht. Ich muss ja erst noch die Saatmaschine abstellen. Boah, ohne Witz, ne? Wenn mein Prozessor nicht so abartig scheiße wäre, ne? Mhm. Dann würde ich das mit 1060 reinpacken und streamen. Jein. Du brauchst ja auch einen guten Upload dafür. Dann stream ich halt in 144p. Oh, wow. Oh, wow. Dann ist es halt, wie nennt man das? Ein Hörspiel. Und der Witz, das ist doch eigentlich eine gute Idee, ne? Hörspiele streamen? Ja. Das kann man höchstens hochladen als Hörspiel, ja? Ja, gut, stimmt. Mhm. Warum fährst du mich an, du Arsch? Einfach weil. Müssen jetzt hier übrigens hier direkt links, ja? Ich weiß. Okay, dann fahre ich rechts. Geil. Aber im Ernst, die Map, die ist so. Ernsthaft, du alte Putzer? Warte, ich hab ne Idee. Dann schieß los. Kann ja nichts Gutes bei rumkommen. Oh, ein Stückel. Und los. Wir stehen jetzt beide auf dem Abladepunkt. Standen wir vorhin auch? Nur halt anders. Wir standen vorhin anders auf dem Ladepunkt. Mhm. Und ja, komm, offen gestanden, wir sind im Plus. Oh. Wir sind mit 371.000 mit 71.000 sind wir im Plus drin. Das waren mal in 221.000 Euro. Ja. Was machst du da? Der erste liegt. Komm, hängen wir dann direkt mitten auf der Karte auf. Oh, zappel nicht so rum, ich will dich doch nur aufhängen. Ach, Controller. Ja, eins. Was ist denn da los bei euch? Wir machen Elefantenrennen mit Traktoren und Anhängern. Wahrscheinlich noch bergauf, wa? Nein, auf gerader Strecke. Weil leider dafür hat sich das Video jetzt schon gelohnt. Genau, du nimmst das Auto mit, warum häng ich da fest? Ich nehme den Laternenfall mit. Hörst du jetzt auf? Ich glaube, du hängst irgendwie in meiner Anhängerkupplung, ne? Kann das sein? Irgendwie. Ernsthaft? Hast du den Tempomaten jetzt an? Nein. Okay, weil wir fahren hier mit 10 den Berg hoch. Okay. Ja. Okay. Es hat was? Hm?
irgendwie. Aha, es hat definitiv was. Das akzeptiert also das Spiel auch. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Okay. Gedüngt werden muss nicht mehr, ne? Nein, diese Trille hatte. Trille hier hat mit, ja. Der gleich mit Dünger ein. Jetzt hat er sich gelöst. Gut zum Hof. Oh Mann. Geil. Das ist echt krass. So. Zeit vorstellen, weil jetzt können wir ja direkt durch und die nächste Runde. Du wolltest. Was wolltest du haben? Einen großen Traktor. Ich will auch einen großen Traktor, aber in echt. Also, mindestens den. Mhm. Den GBC Fast Track 8000. Den AMC Fast Track 1000. 8000! Den können wir uns sogar leisten. 206 kW, 280 PS. Gut. So, irgendwelche Sonderausführungen? Wattgewichte? Ne, höchstens ein stärkerer Motor noch. Wenn möglich. Was geht da auch? Okay, ja, 15.000 für den 8.310. 240.000 LK. Traktor steht bereit. Hat mal eben so entspannte 240.000 gekostet oder so. Ja. Und jetzt hat der Arsch mal mit Sicherheit sich den schon gekrallt. Hatte natürlich. Und einen alten Traktor hat er natürlich nicht sauber gemacht. Jetzt warten wir darauf, dass jetzt die nächste Ernte eingefahren werden kann. Die erste. Au, 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 lol. Ja. Oh Mann. So. Wer dich da an? Der ist in der Kurve fast abgehoben. Der muss ja auch ein bisschen vorsichtiger fahren. Hm? Die erste Saatstufe ist erreicht. Die erste Stufe. Und ich mache mich jetzt schon mal am Feld 12 schon mal wieder bereit. Dann kann ich ja jetzt schon mal gucken wegen. Weil ich muss ja jetzt auch ein Guten Abend, AG Rollt. Guten Abend auch dir. Guten Abend. Ich bin neu. Was willst du denn jetzt eigentlich hier sehen als nächstes? Zuckerrüben würde ich gerne gesehen. Das kannst du vergessen. Weil dazu bräuchte man noch ein Rotor, ein Ernter. Und jetzt noch eine Sortmaschine noch, extra noch. Okay. Und also, wie sieht es mit Mais aus? Mais kann man machen, da braucht man noch eine Gruppe und eine neue Sortmaschine. Okay, Gruppe, welchen? Warte mal. Gruppe. Dann nehmen wir den... Wieder den Horsch? Nee, den...
Warte. Dann nehmen wir den Lemkin. Lemkin genau. Gigant 10? Genau. Okay. Und? Und als Saatmaschine braucht man dazu den Hirsch Maestro S. Den Unterseemaschinen, ne? Genau. Hirsch Maestro S. 12 SW. Okay, da fehlt uns ein bisschen Kohle für. Hä? Mhm. Da fehlt uns auch ein bisschen Kohle für. Mhm. Gucken. Was können wir denn loswerden? Ja. Warte, die alte Seemaschine. Mhm. Dürftest du eigentlich ganz normal verkaufen können, ne? Kleine. Warte. Weiß ich nicht. Das. Warte, die nehme ich auch mal mit. Die nehme ich auch mal mit. Ah, warte mal. Dann gibt es 20% mehr. Separates Konto ist an. Das heißt, jetzt kannst du auch selber den verkaufen. Aha. Kann noch irgendwas verkauft werden? Den kleinen Krobo kann ich noch verkaufen. Moment, okay. Den nehme ich gleich mit. Nö, also dann. Was kann noch verkauft werden? Wo ist der kleine Krobo? Warte mal. Müsste hinter dem Anhänger stehen. Ach ja, ich sehe ihn gerade. Moment. Warte, geh weg. Fahr weg. Mhm. Halt. Ernsthaft? Du hast jetzt beide angenommen? Ja, schon. Danke, Angerold. Danke, danke für das Abo und den Like. Danke. Und ja, wir danken. Ypsilas, so. So, okay. In der Zwischenzeit warten wir darauf. Die Zeit steht ja auf 120 Beschleunigung noch. Dass die Fahrt fertig ist. Eigentlich brauchen wir den kleinen Mähdrescher auch nicht mehr, ne? Nein, dann kannst du ruhig auch hinfahren zum Verkaufen. Ne, weil eigentlich brauchen wir den nicht mehr. Nein. Der kostet nur unnötig Geld beim Torwechsel. Mhm. Der hat auch 49 Betriebsstunden drauf. Das ist ein bisschen viel. Meine hat er am Anfang 65. Hm. Kann man noch Gebrauchte kaufen? Ja. Nein, Gebrauchte kannst du nicht verkaufen. Doch. Du kannst Gebrauchte auch kaufen über Sonderangebote. Du kannst nur mieten. Du kannst nur Fahrzeuge mieten. Die sind aber nicht gebraucht. Die Frage, gibt es Regeln? Ja. Kommt drauf an. Was für ein Bezug jetzt? Kosten hat nie recht. Im Chat gelten prinzipiell die Regeln. Jetzt fällt kein Caps Lock. Erstens kein Caps Lock. Und zweitens. Ich hasse das, wenn Leute durchgehend in Caps Lock schreiben, ne? Ich hasse es wie die Pest. Die ganze Zeit bitte freundlich bleiben. Also das ist wirklich eine der absoluten Grundregeln. Wirklich freundlich Ausnahme bleiben. Ist jetzt bei uns, wenn wir uns anfluchen, aber dann ist eine andere Geschichte. Aber auch nur, das liegt bei uns aber auch wirklich daran, weil wir uns schon Jahre kennen. Nein. Ja, du bist eine Ausnahme. Richtig. Du bist leider eine Ausnahme. Thorsten, wir kennen uns ja auch schon bald 3 Jahre. Ja. Ja, schon über 3 Jahre. Mhm. Weiß. Wie habe ich das nur so lange geschafft? Ich weiß nicht, du meinst, wie lange hast du das ausgehalten? Wie lange ich dich bis jetzt schon ertragen habe. Genau.